Ja, hallo, schön, dass du wieder da bist und zu mir gefunden hast, zu meinem Kurs Marketing Reloaded, ein Kurs über das Marketing Management in 6 Modulen. Und Ziel dieses Kurses auf meinem YouTube-Channel soll sein, dir in diesen 6 Modulen das Basiswissen für ein erfolgreiches Online-Marketing an die Hand zu geben. 6 Module, die dich hier öfter schon dabei waren. Wir haben einmal den Überblick, die Makroumwelt, die Mikroumwelt, Strategie, Marketing Mix und Communication. Und wir befinden uns jetzt in dem Punkt 4 in der Strategie. Wir haben im letzten Video die Unternehmensstrategie besprochen und heute gehen wir auf die Marketingstrategie und beschäftigen uns mit den 2 wichtigen Punkten Marketingziel und Marketingzielgruppe. Also heute unser Thema in diesem kleinen Video Ziel und Zielgruppe in der Marketingstrategie. Die Marketingstrategie, wenn ich es nochmal wiederholen darf, ihr wisst ja, besteht aus 3 Teilen. Einmal das Marketingziel, was wir jetzt heute machen, Marketingzielgruppe und dann noch der dritte Film zu diesem Thema Marketing Strategy ist die Positionierung, das Positioning Statement, ganz, 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 ganz wichtig. Okay, lasst mich aber jetzt bitte zu den Marketingzielen kommen. Je nachdem, wie das Unternehmen sein Marketing definiert, sind natürlich die Ziele oder können die Ziele sehr, sehr, sehr unterschiedlich sein. Geht man von einer engen Verknüpfung, so wie ich, von Unternehmens- und Marketingzielen aus, wird klar, dass diese in enger Abstimmung gesetzt werden müssen. Wenn die Marketingabteilung aber im Unternehmen nur ein Anhängsel ist, eine funktionale Abteilung neben Finanzen, neben Vertrieb, neben Produkt, neben Marktforschung, dann wird es natürlich schwieriger, das in Einklang zu bringen. Wer aber Marketing praktisch ganz, ganz oben ansetzt, Marketing, das die Kunden herauswählt, Marketing, das die Produkte macht, dann ist natürlich klar, dass man dann von einer engen Verknüpfung zwischen Unternehmens- und Marketingstrategie und den Zielen, gemeinsamen Zielen ausgeht. Ja, also machen wir weiter. Ziele und Strategie und Zielplanung sind damit eng miteinander verschweißt. Dabei sollte man die anderen, wie gerade erwähnt, funktionalen Bereiche mit einbeziehen, da der Markterfolg eben nicht nur alleine von den Marketingaktivitäten geschaffen oder realisiert werden kann. Marketingziele. Wir kennen sogenannte quantitative Ziele. Ja. Die quantitativen Ziele und die qualitativen Ziele. Schauen wir uns mal die quantitativen an. Quantitative Marketingziele lassen sich exakt mit Mengeneinheiten oder Geld messen. Du willst zum Beispiel deinen Umsatz um 20% steigern oder deine Marge um 5% erhöhen, dann ist das ein klassisches quantitatives Ziel. Für meine Studenten, solche Sachen sind natürlich ideal für eine Multiple-Choice-Klausur zum Abfragen, was sind denn Marketingziele, welche Marketingziele kennen wir, etc. etc. Und für die Praxis ist es einfach lebensnotwendig, diese unterschiedlichen Ziele zu kennen und viel wichtiger, diese Ziele auch dann definieren und festzurren zu können. Also quantitative Ziele sind ökonomische Ziele, zum Beispiel Absatz, Umsatz, Gewinn. Vielleicht zum besseren Verständnis, dagegen gibt es die sogenannten relativen Marketingziele, das ist der Marktanteil und es ist die Rentabilität. Jetzt vielleicht ein paar Beispiele zu quantitativen Zielen. Du willst deinen Umsatz von bisher 950.000 Euro in 2017 innerhalb eines Jahres um mindestens 15% steigern. Oder du willst innerhalb der nächsten 6 Monate einen Gewinn von mindestens 200.000 Euro in dem Geschäftsfeld oder in dem strategischen Geschäftsfeld XY erzielen. Also ihr seht schon, ich muss es genau definieren, was ich da eigentlich vorhabe. Ja, oder hier noch ein weiteres. Du willst statt bisher 20.000 Produkteinheiten von dem RUM innerhalb der nächsten 12 Monate 35.000 Produkteinheiten von dem RUM Don Papa verkaufen.
Oder du willst statt bisher 20.000, ah, das haben wir schon, Entschuldigung, 20.000 Produkteinheiten eben innerhalb der nächsten 12 Monate 35.000 verkaufen. Kommen wir nun zu den qualitativen Zielen. Die qualitativen Ziele sind ebenfalls sehr bedeutend, jedoch in der Praxis viel, viel, viel schwieriger zu messen und auch zu konkret zu beschreiben, weil ich in vielen Fällen dann eben auch in den psychologischen Bereich hineinkomme und für die Messung eben auch psychologische Kenntnisse und statistische Kenntnisse benötige. Das ist zum Beispiel der Bekanntheitsgrad, der noch relativ einfach zu messen ist, aber schon Image und Einstellungen, da wird schon sehr, sehr, sehr schwierig und aufwendig, Image-Analysen zu konzipieren und dann auch wirklich zu messen und daraus dann eben Optimierungen zu treffen. Qualitative Ziele können sein Qualität, Corporate Identity, aus der Kundenbindung kommen die Zuverlässigkeit oder das Vertrauen. Ja, also zum Beispiel, wir wollen die Qualität unserer Produkte in der öffentlichen Wahrnehmung in den nächsten 3 Jahren deutlich erhöhen und jetzt müsste hin, um wie viel? Das heißt, ich brauche erst eine Ist-Messung und dann, um so und so viel zu erhöhen, dann eben die Soll-Messung, das Soll, das ich erreichen will, dass ich dann nachher eben auch nach der Operationalisierung überprüfen kann. Also ihr seht schon, ich muss so ein Ziel richtig festzurren, sonst kann ich es später nicht überprüfen. Vor allem ich als Marketingleiter oder Marketingleiterin kann dann nicht daran gemessen werden an meinen Aktivitäten, ob ich dieses Ziel erreicht habe. Ich habe euch jetzt die Punkte hingeschrieben, die 5 wichtigen Punkte, die jeder Marketer kennen sollte, Marketingziele operationalisieren. Das besteht einmal aus dem Zielinhalt, was soll erreicht werden, dem Zielumfang, in welchem Umfang, Zielperiode, bis wann wollen wir das Ziel erreichen und dann das Zielsegment, in welchem Marktsegment machen wir das Ganze und letztendlich dann die Evaluation und das Messen, wie messen wir mit welcher Methodik den Erfolg. Also für den Praktiker kriegsentscheidend, dass er seine Ziele, egal ob es ein Marketingziel, ein quantitatives Marketingziel ist, ein qualitatives Marketingziel oder ob es später eben auch ein Kommunikationsziel ist. Der Praktiker soll immer seine Ziele operationalisieren. Und der kleine Schlenk für mögliche Klausuren meiner Studenten ist das natürlich auch wieder was Geiles zum Abfragen, was und wie operationalisiert man Marketingziele. Alright, lasst uns nun auf die Marketingzielgruppen gehen. Männer oder Frauen ab 50? Hey, das ist keine Zielgruppe. Das ist auch keine Zielgruppendefinition. Das ist einfach Bullshit. Also, wenn du nach meinem System des Marketing-Management-Prozesses gearbeitet hast, hast du ja zu diesem Thema bereits schon viel, viel, viel vorgearbeitet und dir erarbeitet. Denkt an die Analysephase in der Mikroumwelt, unser Dreieck, links das eigene Unternehmen, rechts die Wettbewerber, direkt, indirekt. Das Dreieck ist der relevante Markt, innen drin die große Pizza, die Segmentierung mit Teilsegmenten, unseren kleinen Pizzastückelchen und oben an der Spitze von dem Dreieck letztendlich dann die Motive, die Beweggründe unserer Personas, unserer Bedarfsträger, unserer Bedarfsgruppe. Und wie gesagt, hier hast du ja schon in der Segmentierung sehr, sehr, sehr viel erarbeitet und deswegen kannst du dir das holen. Für all diejenigen, also die Quereinsteiger, die nicht meine Kurse kennen, die nicht bei mir studieren oder die auch die Videos vorher nicht gesehen haben, hier ein kleiner Schlenk, damit ihr versteht, wovon ich rede. In meinem ganzheitlichen Konzept, ja, erarbeite ich in der Analysephase unter dem Punkt Mikroumwelt die Zielgruppensegmente und dann die Motive und Beweggründe der möglichen Bedarfsgruppen. Also das Segment selber ist ja nur ein Segment, aber ihr wisst ja, hinter jedem Segment stecken Menschen und an diese Motive möchte ich eben über Motivforschung heran. Und auf diese Feldvorbereitung, was ich ja schon gemacht habe, greife ich jetzt an dieser Stelle zurück, greife nach oben und sage, das habe ich ja schon und wähle mir und stanze mir jetzt da meine Zielgruppen aus diesen Teilsegmenten für die nun folgenden Aktionen heraus. Also mit Blick auf die Zielgruppe fokussiere ich hier
auf die wichtigsten und aktuellsten Probleme einer eng definierten Zielgruppe, die nun einen Mangel empfindet, ausgelöst durch ein endogenes oder exogenes Ereignis, und nun motiviert ist, diesen Mangel zu beseitigen. Okay, also nochmal ein Rückblick. Gehen wir weiter davon aus, dass Menschen ihre Entscheidungen meist nicht explizit rational, sondern emotional und eher unbewusst implizit treffen, sollten wir uns bei der Zielgruppenauswahl auch daran orientieren. Bei den Motiven und bei der Besprechung von Bedarfsgruppen und von Typologien gehe ich in meinen Werbepsychologie-Vorlesungen eben im Rahmen des Involvement auch detailliert auf diese Unterschiede ein. Was ist explizite Wahrnehmung? Was ist implizite Wahrnehmung? Was ist nach dem Elaboration-Likelihood-Modell? Welche Unterscheidungen können wir hier treffen? Aber das stört uns jetzt hier nicht. Und wenn euch das Thema interessiert, ich werde noch weitere Präsentationen genau zu diesem Punkt bringen. Aber wichtig ist jetzt an diesem Punkt. Okay? Vorgestellt habe ich euch bei dem Thema Motivation, das findet ihr schon in den Kursen, das sogenannte Zürcher Modell von Norbert Bischof, das die Wirkungszusammenhänge von Motivationssystemen beschreibt. Da könnt ihr das nachlesen. Und diese Motivationssysteme, da haben wir, glaube ich, zwei Videos drüber gemacht und uns damit auseinandergesetzt. Das ist einmal das sogenannte Sicherheitssystem, das Erregungssystem und dann ganz wichtig auch das Autonomiesystem, das eben in sich vereint Macht, Geltung und Leistung. Und es gibt natürlich viele andere, die auf Norbert Bischof aufsetzen, aber ich finde, ihn sollte man erwähnen, weil das seine Ideen sind, weil das sein Werk ist, zum Beispiel die Nymphenburger Gruppe um den Häusl hat sowas Ähnliches bei den Limbic Systems aufgegriffen, nutzt also seine Forschungsarbeiten. Und genauso Scheier in seinem Buch Wie Werbung wirkt, greift auf dieses Modell zurück. Nur diese drei Motivsysteme, die er da nennt, Sicherheit, Erregung und Autonomie, bezeichnen die anderen mit anderen Begrifflichkeiten, meinen aber genau das Gleiche. Und deswegen aus Fairnessgründen, denke ich, sollte man den Norbert Bischof, dessen Lebenswerk das war oder ein wichtiger Punkt in seinem Lebenswerk, sollte man ihn hier auch erwähnen. Also merkt ihr einfach, Psychografie, dass die traditionellen Zielgruppenbeschreibungen, die musst du natürlich mitnehmen, ja, auch in der Praxis, aber oft nicht weiterhelfen. Sie sind als Einstieg zu sehen, als kleine Basisorientierung, aber damit werden die psychografischen Beschreibungen, wie zum Beispiel Motive, Involvement und aktuelle Verfassungen, immer wichtiger. Aber auf das werden wir noch detailliert eingehen. Wichtig, am Ende benötigst du für deine persuasive Kommunikation, wenn wir also in den Kommunikationsmix kommen, in die persuasive Kommunikation mit den Zielgruppen, keine klassischen Beschreibungen, sondern du brauchst eine echte Bedarfsgruppe. Also Menschen, die wirklich etwas wollen und die im Idealfall genau das wollen, was du bietest, die Fragen haben und du genau die Antworten auf ihre Fragen liefern kannst. Okay, also das waren die wichtigsten Punkte im Rahmen der Marketingstrategie zu dem Thema Marketingziel und Marketingzielgruppe. Ein kurzer Video, knapp 14 Minuten, aber wir müssen es ja nicht immer so lang machen und deswegen habe ich diesen Teil Strategie auch in drei Videos aufgeteilt. Also auch jetzt wieder vielen, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und es würde mich freuen, wenn du die anderen Movies in meinem YouTube-Channel dir wieder ansehen würdest, wenn du öfters mal vorbeikommst und weil das ja alles nichts kostet. Ich würde mich schon freuen als kleines Dankeschön, wenn ihr mich abonniert. So kann ich an der Zahl der Abonnenten sehen, dass das, was ich hier mache, nicht ganz umsonst ist. Ich hoffe, meinen Studenten hilft es. Ich hoffe, euch in der Praxis hilft es. Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Video. Euer Karl-Peter. Tschüss.